Trishulasana ist die Dreizack-Stellung. Trishula ist Shivas Dreizack. Trishula ist als solches heilig, denn Trishula steht auch dafür, dass du alle drei Gunas, alle drei Eigenschaften überwinden willst und natürlich auch drei Aspekte von positiven Eigenschaften kultivieren willst. Mehrere Asanas werden als Trishulasana bezeichnet. Zum einen die Vorwärtsbeuge bei gespreizten Beinen. Annika zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Stehhaltung. Von hier gibt die Füße etwa 1 Meter bis 1,20 Meter oder auch weiter auseinander. Und dann einatmen, hebe die Arme hoch und ausatmen, beuge dich nach vorne und fasse mit den Händen um die Füße. Und jetzt hast du einen Dreizack gebildet. Die Füße sind zwei Zacken und der Kopf ist der dritte Zacken. Und so bist du hier in Shivas Dreizack. Eine zweite Übung, die als Trishulasana bezeichnet wird, ist aus dem Sitzen heraus. Aus dem Langsitz heraus, die Beine gestreckt, dann hebe die Arme nach oben, falte dabei die Hände, du kannst sogar die Handflächen nach oben drehen. Und dann hebe ein Bein hoch zu etwa 45 Grad und strecke auch die Zehen nach vorne aus. Lächle dabei und nach Möglichkeit ist das Bein in der Mitte zwischen unterem Bein und Händen und es wird dabei ziemlich anstrengend. Nach ein paar Atemzügen senke das Bein wieder und hebe das andere Bein hoch und lächle. So hast du Trishulasana, Shivas Dreizack, mit dem du alle Negativitäten überwinden kannst, die Verhaftung an alle drei Gunas und so zum Unendlichen und Ewigen dich öffnen kannst. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch oder gefällt mir, schreibe Kommentare und teile die Sendung mit anderen. Danke.